Mit einer Strafanzeige gegen das Bezirksamt will der CDU-Abgeordnete Kurt Wanzner gegen die Besetzung der Gerhard-Hauptmann-Schule in Kreuzberg vorgehen. Er wirft Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann die Förderung von Straftaten und Untreue vor. Die zum größten Teil leerstehende Schule ist seit dem 8. Dezember 2012 von Flüchtlingen und linken Aktivisten besetzt. Das Bezirksamt Kreuzberg duldet die Nutzung der öffentlichen Räume als Unterkunft und hat bisher keine Räumung veranlasst. Die Menschen, die dort vor Ort wohnen, sind ja zwischenzeitlich nicht nur entsetzt, sondern sie haben ja Angst. Sie haben Angst, an diesem Hause vorbeizugehen. Sie haben Angst, dass ihre Kinder, die dort mit denen die Kinder zur Schule gehen, die Leute, die dort wohnen in der Reichenberger Straße, haben schon fast resigniert, weil sie sagen, keiner hilft uns hier mit diesem Hause. Dieses Haus ist, das muss man ohne weiteres sagen, ein Kriminalitätsschwerpunkt in Friedrichshain-Kreuzberg. Und deshalb ist es auch, glaube ich, die Aufgabe des Kreisvorsitzenden der CDU Friedrichshain-Kreuzberg und des Abgeordneten, hier den Menschen zu versuchen zu helfen.